Es ist kurz nach 11 Uhr. Die Beamten der Verkehrspolizei Deggendorf, verstärkt durch die Bereitschaftspolizei aus Bamberg, sind bereits seit 5 Stunden im Einsatz. Wir befinden uns auf dem Parkplatz Lerchenheid an der B8, kurz vor Straubing. Die Kontrollstelle hier ist eine von insgesamt 73, die für den Blitzmarathon an diesem Donnerstag in ganz Niederbayern aufgebaut sind. Wir haben ja den Blitzermarathon schon das zweite Jahr, auch mit der anschließenden Kontrollwoche. Und letztes Jahr war das Monat Oktober, wo der Blitzermarathon letztes Jahr war, deutlich zu erkennen in der Statistik, dass die Geschwindigkeit eingehalten wurde. Wir hatten weniger Verstöße, weniger Verkehrsunfälle und deutlich weniger Verkehrstote im Bereich Niederbayern für diesen Blitzmonat, wo der Blitzermarathon war. Das erhoffen sich die Beamten natürlich auch für heuer. Und es scheint, als hätten sie zumindest an diesem Donnerstag ebenfalls Erfolg mit ihrer Strategie. Bis 12 Uhr passieren knapp 700 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Nur 10 von ihnen müssen wegen Geschwindigkeitsübertretungen angehalten werden. Darunter kein einziges Auto. 70, 11, 35, DAF. Alles klar, ungarische DAF. Richtig. Für den Lkw-Verkehr ist so, dass wir natürlich auch ausländische Verkehrsteilnehmer haben, die den örtlichen Radio oder auch die örtliche Presse nicht lesen und somit vom Blitzermarathon, ich sage mal, nicht vorgewarnt sind. Die Bilanz für den Blitzmarathon hier in Straubing also äußerst positiv. Quasi aufgrund mangelnder Auslastung werden deshalb auch ein paar normale Verkehrskontrollen durchgeführt. Zu beanstanden gibt es aber auch hier wenig. Wie finden Sie das, dass heute verstärkt kontrolliert wird? Es ist okay. Ob das heute ist oder anders mal, Kontrollen brauchen wir. Solange das alles normal abläuft, ist das alles okay. Also mich stört es nicht. Es geht auch eigentlich schnell. Es hat alles 5 Minuten gedauert und dann geht's schon. Ab Freitag wird gleich noch weiter geblitzt. In einer ganzen Kontrollwoche sind dann 182 Kontrollstellen in ganz Niederbayern aufgebaut. Diese Kontrollwoche ist auch verknüpft mit der Schulwegsicherheit, gerade zu Schulbeginn, die Gurtanlage, Kindersicherungspflicht, aber auch ganz gezielt Messstellen im Bereich von Schulen und Kindergärten, um auch da die Verkehrsteilnehmer zur langsamen Fahrweise anzuhalten. Im vergangenen Jahr starben in Bayern 200 Menschen bei einem Geschwindigkeitsunfall. Über 10.000 wurden verletzt. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch Unfallursache Nummer 1. Durch den Blitzmarathon erhofft sich die Polizei, dass viele Menschen über das Thema reden und sich so die Gefahren bewusst machen.